Hallo Leute und herzlich willkommen zum Intro des Releasen-Kurses. Wir möchten hier mit dir gemeinsam besprechen, was es alles zu beachten gibt, wenn du eigene Produktion startest, und gehen dann bis an den Punkt, wo der Vertrieb ins Spiel kommt und es eben darum geht, wie du dann deine Produktion wirklich an den Mann bringst. Ja, warum denn überhaupt selbst produzieren? Was hat man davon? Ganz klar, eigentlich müsste man sich die Frage nicht stellen. Selbst zu produzieren macht natürlich riesen Spaß. Du kannst dich hier kreativ ausleben, noch viel kreativer, als du es eigentlich schon beim DJing machen kannst. Und da du ja auch eigentlich eben eine wirklich brennende Leidenschaft für die Musik haben solltest, wenn du schon DJ bist, dann wirst du hier auf jeden Fall auch in der Sache aufgehen. Und produzieren ist einfach ja, eine tolle Möglichkeit, um sich hier auszuleben. Außerdem kannst du eine Produktion wunderbar als Promo-Tool benutzen, denn dein Name steht ja immerhin auf dem Titel im Prinzip, und wenn du es auf Compilations schaffst oder auf große Labels, wo auch immer, vielleicht auch wenn es gar nicht so erfolgreich wird, aber du einfach eine gewisse Zielgruppe findest, die den Track feiert und vielleicht auch weiter öffentlich verbreitet, ist es auf jeden Fall das beste Marketing, was du haben kannst. Du musst dafür nichts bezahlen, bekommst vielleicht sogar Geld dafür und kannst eben noch Leute wunderbar damit unterhalten. In erster Linie solltest du aber auf jeden Fall das Produzieren erstmal aus Leidenschaft machen und nicht von vornherein mit dem Ziel, damit Geld zu verdienen, denn es kann sehr, sehr lang dauern, bis das erste Geld mal reinkommt. Vielleicht passiert es sogar nie, denn Produzieren kostet einen Haufen Geld. Du musst dir die Produktionssoftware leisten, du musst dir extra Equipment leisten, um hier deine Produktion gescheit tätigen zu können. Es sei denn, du möchtest nur mit Maus und Tastatur produzieren, aber das erschwert den Workflow doch erheblich. Insofern werden hier definitiv noch weitere Investitionen nötig und dann auch fortwährende Kosten wie Mixing, Mastering, Kosten für Vocals und so weiter. Deswegen macht das Ganze eben in erster Linie aus Leidenschaft, aus Freude zur Musik und dass du hier im Prinzip die Welt ein bisschen schöner machen kannst. Ansonsten wird die Qualität auch deiner Produktion definitiv leiden, weil du hier nicht diese Langatmigkeit mitbringst und diese Geduld, das Engagement, die Emotion halt eben, die da normalerweise dazugehört, dass du einen tollen Track produzierst. Wenn der Erfolg dann kommt, dann freu dich, nimm das mit. Alles wunderbar, aber wenn du dich von Tag 1 schon an den PC setzt und sagst, ich möchte das jetzt nur machen, damit ich ein großer Star werde und viel Geld verdiene, dann wird es wahrscheinlich eher schwierig. Insgesamt kann man natürlich sagen, dass diese Produktionen dich deutlich interessanter machen, beim Publikum natürlich oder auch bei Bookern, denn gerade eben wenn du als besonderer Produzent einen gewissen Namen dir gemacht hast, dann haben die Leute, also dein Publikum, ja ein besonderes Interesse an dir, was dir wiederum der Booker dazu nutzen kann, dass er sich für deine Veranstaltung bucht und somit auch relativ sicher sein kann, dass das Haus voll wird, weil du ja eben eine große Fangemeinschaft hast. Insofern kannst du dann eben auch wieder deine Gage nach oben schrauben und hast auf jeden Fall ein großes Publikum, eine große Fanbase, die dir hier wohlgesonnen ist, und das ist ja im Prinzip eigentlich das Beste, was einem DJ passieren kann. Weitere Vorteile sind auf jeden Fall, dass nur du die Tracks auflegen kannst. Das Auflegen von anderen Tracks kann wirklich jeder. Die sind ja frei verfügbar normalerweise, es sei denn, wir haben hier wieder dieses limitierte Angebot von Schallplatten, was wir bereits im Kurs Musik besprochen haben, aber eben üblicherweise kann sich jeder alle Musik so kaufen und spielen. Also theoretisch könnte jemand dein Set genauso nachbauen. Das kann dir mit deinen eigenen Tracks definitiv nicht passieren. Und was dir auch nicht passieren kann, ist, dass andere Leute das mit Shazam und so weiter eben tracken können, insofern der Track noch nicht released ist. Weil je nachdem, wenn du dich auch dann eben bei SoundCloud durch den Vertrieb eingekauft hast, dann natürlich schon. Aber ansonsten vorher weiß niemand, was du da eigentlich gerade spielst. Das kann auch niemand herausfinden, insofern du es niemandem verrätst. Und das macht dich auf jeden Fall schon sehr besonders. Und du hast hier die Möglichkeit, eben dieses Alleinstellungsmerkmal aufzubauen, dass wenn die Leute diesen Track feiern oder auch mehrere Tracks von dir, die sonst niemand hat, du automatisch gebucht werden musst, um das
Publikum sozusagen zu befriedigen. Weniger ist auf jeden Fall mehr, wenn du anfängst zu produzieren und du merkst, nach 10 Spuren klingt es immer noch nach nichts und da kommt kein richtiges Gefühl rüber, dann gib auf jeden Fall die Produktion vorerst auf, lass es vielleicht erstmal liegen oder schmeiß sie gleich in den Mülleimer, denn wenn es bis zur 10. Spur noch nicht gut war, dann helfen dir auch keine 30 weiteren Spuren mehr, das bläst das ganze Projekt nur noch mehr auf, macht es unübersichtlicher und überladener, deswegen keep it simple, weniger ist mehr und es ist auch wirklich eher so, dass die Tracks, die groß durch die Decke gehen, ganz simpel gehalten sind, aber trotzdem etwas Markantes haben, was sie im Prinzip genial macht. Die Königsdisziplin ist natürlich der eigene Track, aber starten kannst du erstmal mit Re-Edits, Mashups und so Live-Edits. Von daher, du hast hier viele Möglichkeiten. Wenn du natürlich deine eigene Produktion hast, ist es wie gesagt ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Oder auch im Prinzip, wenn du einen Remix für einen bekannten Künstler machen darfst, ist es dann auch auf jeden Fall schon eine gute Promo und eben auch eine besondere Referenz. Deswegen sei hier dahinterher, engagier dich und fang eben vielleicht erstmal klein an mit den Re-Edits und Mashups. Da kannst du ja schon auf eine gewisse Infrastruktur, auf eine gewisse Basis zurückgreifen und hast hier gute Möglichkeiten, damit loszulegen. Du kannst sogar dann später mit deiner eigenen Produktion selbst Stems kreieren. Native Instruments stellt hier einen Stem Creator zur Verfügung und kannst du den potenziellen Kunden dann, also natürlich DJs, wenn der Privatkonsument kann damit wenig anfangen, noch einen Gefallen tun, eben kannst was Besonderes noch zur Verfügung stellen, wenn du deinen eigenen Track sogar als Stem releast. Das kannst du dir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Aufpassen musst du definitiv beim Urheberrecht. Gerade im Hip-Hop ist es ja gang und gäbe, dass man viel samplet. Oftmals wird das Sample auch so verzerrt, dass der Originalkünstler das vielleicht gar nicht mehr merkt, dass hier eigentlich sein Sample benutzt wurde. Aber trotzdem, hier ist Vorsicht geboten, denn eigentlich musst du immer fragen, ob du das Sample benutzen darfst oder eben Teile einfach eines Tracks und sei es nur die Melodie oder einen Vocal. Und selbst wenn die Antwort ja ist, kannst du es nicht einfach machen, sondern unter Umständen musst du eben auch noch eine gewisse Summe dafür zahlen oder einen Prozentsatz deiner Einnahmen des Tracks dafür abgeben. Hier gibt es verschiedene Modelle, aber hier ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, denn wenn du hier eine Anzeige bekommst oder eben eine Urheberrechtsverletzung begehst, kann das großen Ärger verursachen und natürlich auch deinem Ruf schädigen. Wenn du lange und viel produzierst, solltest du darauf achten, dass dein Gehör langsam adaptiert. Deine Hörnervenzellen ermüden sozusagen mit der Zeit und das passiert vor allem schnell, wenn du laut Musik hörst, was aber oft auch nötig ist, weil wenn du zu leise hörst, dann sind eher nur die Mitten dominant und der Rest wird ja im Prinzip ein bisschen verschluckt. Von daher mach hier immer mal wieder Pause, geh einen Schritt zurück, lass die Produktion auch ruhig mal Tage liegen, damit du ein bisschen Abstand bekommst und hör dann wieder rein. Das wird dir auf jeden Fall helfen, da eher deine Ziele zu erreichen und den richtigen Weg zu finden. Von der Software her ist der Hersteller wirklich vollkommen egal. Es werden haufenweise Welthits mit allen möglichen Programmen erstellt, von daher gibt es nicht die einzig wahre Software oder die einzig wahre Möglichkeit, Musik zu produzieren. Du kannst das Ganze natürlich sogar auch theoretisch ohne Software machen, aber das ist dann natürlich schon wieder eine andere Hausnummer. Externe Plugins kannst du dir im Prinzip auch erstmal sparen, wenn du in deinen Anfängen bist, denn von Haus aus liefern die Programme hier schon sehr viel mit. Und von daher mach dich erstmal mit dem vertraut, was hier da schon mitgekommen ist. Da wirst du auf jeden Fall genug damit zu tun haben und ja, das ist auf jeden Fall ausreichend und auch in guter Qualität. Da muss man jetzt, wenn man eben schon so viel Geld in die Software an sich gesteckt hat und noch in das Produktionsequipment, nicht auch noch für Plugins teures Geld bezahlen, das kann man sich sparen. Hersteller gibt es wie gesagt wie Sand am Meer, hier mal einige große Hersteller aufgelistet. Ableton Live wird natürlich auch von
vielen DJs oder auch Künstlern, man kann es ja dann teilweise gar nicht mehr wirklich DJ nennen, verwendet für eben ihre Live-Produktionen, für ihre Live-Auftritte und die anderen Programme natürlich auch weit verbreitet. Insofern schaut ihr euch einfach mal an, ihr werdet dann schon merken, welches Programm euch vielleicht eher liegt. Deswegen hier die Empfehlung, das sind auf jeden Fall einige große Hersteller, bei denen ihr definitiv nichts falsch machen werdet. Mixing und Mastering ist heutzutage wirklich Pflicht. Schlechte Produktionen sind absolut gar nicht mehr gern gesehen, denn heutzutage ist es eigentlich kein großes Hexenwerk mehr, jemanden zu finden, der vor allem das Mixing und oder Mastering übernimmt oder eben das vielleicht auch selbst in die Hand zu nehmen. Du kannst hier Masterclasses besuchen, dich im Internet schlau machen und so weiter. Aber wenn du deinen Track später an DJ-Kollegen schickst oder an potenzielle Labels und so weiter, dann bist du ganz schnell durchs Raster, wenn hier keine hohe Produktionsqualität gegeben ist. Insofern mach dir da wirklich ordentlich Gedanken. Entweder nimmst du dir hier also einen Dienstleister oder vielleicht auch du nutzt Plugins, machst es selber, wie auch immer, aber kümmere dich darum. Wenn du dann soweit bist und du was wirklich Präsentationsreifes hast, dann nimm den Track auf jeden Fall mit zu deinen Gigs, spiel die Tracks an und hier bekommst du natürlich das direkteste Feedback, was man sich vorstellen kann. Zum einen hörst du den Track auf der Anlage, du kannst also den Sound an sich mal checken und wie das Ganze rüberkommt. Dann kannst du die Qualität auch beurteilen, weil oftmals klingt eben die Produktion im Studio ganz anders als im Auto, auf dem Handy, im Club und so weiter. Hier bekommst du auf jeden Fall auch noch ein deutliches Feedback, was du noch eventuell verändern musst. Und natürlich auch, ganz wichtig, das Feedback des Publikums. Denn wenn hier direkt große Euphorie ausbricht und die Leute begeistert sind, dann weißt du definitiv, du bist auf dem richtigen Weg oder hast dein richtiges Ziel schon erreicht, wird es Zeit für einen Vertrieb. Oder eben, wenn du merkst, die Tanzfläche leert sich schneller, als dir lieb wäre, dann solltest du dich vielleicht nochmal zu Hause ins Studio begeben und da auf jeden Fall nochmal was dran drehen oder vielleicht dieses Projekt ganz aufgeben und dich einer neuen Produktion widmen. Aber eben, das ist eine gute Möglichkeit, wo sich die Wege zwischen dem DJ und dem Produzenten hier überschneiden und du diese Situation auf jeden Fall wahrnehmen solltest. Neben dem, dass du deine Tracks selber anspielst, kannst du deine Tracks auch im Prinzip privat bemustern lassen, wie natürlich vom Prinzip von DJ-Pools. Du kannst deinen Track DJ-Kollegen geben, die dann genauso wie du auch den Track anspielen werden. Oder zum Beispiel kannst du den Track deinen Freunden und Bekannten geben. Schau einfach, dass der Track mal ein bisschen rumkommt und du auf jeden Fall ehrliches und vor allem kritisches Feedback wieder einsammelst. Weil oft ist man eben selber so verkopft und so versteift in diesem Projekt drin, dass man gar nicht mehr wirklich objektiv beurteilen kann, was hat man denn da eigentlich gemacht. Und hier solltest du dir den Rat, insofern er auch wirklich konstruktiv ist, natürlich wirklich zu Herzen nehmen. Insofern er nicht konstruktiv ist, aber alle Leute sagen, dass es wirklich absolute Scheiße ist, dann kannst du das natürlich auch ernst nehmen. Aber hoffen wir mal auf jeden Fall, dass es dazu niemals kommen wird. Aber mach das auf jeden Fall, damit du eben hoffentlich ein relativ objektives Bild von deiner Produktion bekommst, bevor du dich an den Vertrieb wagst. Denn wenn du hier was falsch machst, kann es schnell passieren, dass du unten durch bist und vielleicht auch spätere Produktionen, die dann deutlich besser sind, nie mehr angehört werden. Stell dir am besten selbst mal die Frage, würdest du als Label diesen Track selbst auch releasen? Wäre es dir das wert? Würdest du als Kunde den Track auch selber kaufen, also würdest du das Geld wirklich ausgeben und auch würdest du als fremder DJ diesen Track offiziell eben bei großen Veranstaltungen öffentlich anspielen? Wenn hier die Antwort immer ja ist und es ein eindeutiges, definitives Ja ist und du eben vielleicht auch vorher schon viel positives Feedback bekommen hast, dann kannst du dir wirklich konkret Gedanken machen, dich an den Vertrieb zu wenden und eben zu schauen, dass du hier auch eine gute Qualität dann insgesamt ablieferst, das Anschreiben passt und so weiter. Dazu dann später noch mehr in der Lektion Vertrieb. Und wenn du eben bei diesen ganzen Produktionen dann auch natürlich dich viel inspirieren lässt, was wir dir auf jeden Fall auch nahelegen wollen, ja, denn inspirieren heißt ja nur,
kreative Stimmung sammeln sozusagen. Das ist absolut nichts Verwerfliches, das macht jeder. Aber was du halt vermeiden solltest, ist, dass du Produktionen wirklich kopierst. Im schlechtesten Fall eben auch noch dann ein Copyright-Problem bekommst. Aber eben, wenn du dich auch an vielen erfolgreichen Produktionen orientierst, lass dich nicht davon blenden, dass bei vielen Welthits eben immer nur ein Name steht beim Track, der den eben angeblich produziert hat. Wenn du mal bei der GEMA reinschaust, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass bei vielen großen internationalen Produktionen eigentlich nie nur der dafür verantwortlich ist, der auch im Titel steht, sondern da Teams von 10 bis 15 Leuten da eben noch dran rumwerkeln und hier wirklich viele Experten am Werk sind. Insofern sei nicht zu kritisch mit dir selbst. Du bist ja im Prinzip noch am Anfang und wage auf jeden Fall was. Probier dich aus, aber sei eben nur vorsichtig mit dem, was du dann auf die Welt loslässt, weil den ersten Eindruck, den hat man ja eben nur einmal und wenn du dir den dann zunichte machst, dann tust du dir auf jeden Fall keinen Gefallen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.